Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit dem Manuel zusammen. Hallo. So, Manu ist ja noch ein bisschen, immer noch ein bisschen verschwommen, weil Manu immer noch hochlädt. Das ist eine Katastrophe. Wir sind heute bei Dashcam Drivers Germany, meine Lieben. Schaut gerne vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Horrorvorstellung, Geisterfahrer, irres LKW-Überholmanöver und Abfahrten. Klingt nach einer Menge interessanten Stuff. Wir schauen mal rein, ich bin sehr gespannt. Was los? Achso, es hat gehangen. Ich dachte gerade, was man hat. Hallo und herzlich willkommen an der Autobahnabfahrt und damit auch zu Folge 363 auf diesem Kanal. 363, oh, das haben wir mit dem Model S von Tesla schon gewagt. Hola. Model S Tesla, bist du halt auch sechsstellig, ne? Das kann teuer werden. Wenn das zersägt, ist es teuer, ja. Ja. Über drei Fahrspuren und die durchgezogene Linie, dass die Abfahrten auch immer so plötzlich kommen. Ja. Darum an der Auffahrt klappt das bestimmt besser. Wir fahren ja auf eine dreispurige Autobahn auf und ja, manche Leute haben es ja so eilig, zum Mittelspurschleicher zu werden, dass sie dafür sogar über durchgezogene Linie. Ey, Wahnsinn, oder? Aber ja, dann würde ich mal sagen, ja, genug geschlichen für heute. Los geht's und Feuer. Also das verstehe ich nicht. Es ist aber auch sinnlos, sich da aufzuregen. Er nennt seine Datei hier Busüberholen und ich dachte erst, er meint sein eigenes Überholmanöver. Weil das ist ja schon ganz schön zügig hier. Ja, sportlich. Aber wir gucken jetzt mal in die Heckansicht. Ei, oi, oh. Echt jetzt? Oh, was? Was? Und was willst du daraus sagen? Seilig, dazu Alter. Fällt einem doch echt nichts. Alter, das ist schon krass, oder? Also, dass er dann noch rüberschneidet, ist schon... Nein. Also, das ist schon krank. Drum wechseln wir zum einen. Die haben auch wieder gebracht im Fernsehen. Nicht im Fernsehen. Warte mal, wann waren das? Gestern, vorgestern, irgendwann haben sie es jetzt gebracht, dass sie die Strafen wohl, also wieder empfindlich erhöhen wollen oder dass es wieder empfindliche Strafen gab. Für, wenn du Blaulicht behinderst. Das ist auch gut so. Weil es haben auf der Autobahn wieder mal geschafft, drei LKWs nebeneinander zu stehen. Und keine Rettungsgasse. Ja, und keine Rettungsgasse. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ey, ich glaube, es gibt einige LKW-Fahrer unter den Zuschauern. Und schreibt mir bitte mal, in die Kommentare. Es würde mich echt mal eure Meinung dazu interessieren. Aber in meinen Augen, wer als LKW-Fahrer, das heißt, also ausgebildet im Verkehr zu fahren. Ne? Also als Berufskraftfahrer bist du eigentlich ausgebildet. Wenn du die Ausbildung hast. Na gut, du kannst natürlich auch nur einen LKW-Führerschein haben, oder? Ich glaube, das ist ja dann die andere Alternative. Ja, die sind ja jeden Tag auf der Gasse. Also genau. Die müssten es ja wissen, wie es geht. Und wenn du als LKW-Fahrer nicht weißt, dass du einen Rettungsgasser auf der Autobahn bilden musst, also ich würde den Führerschein wegnehmen, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich einfach ungeeignet. Zu fahren, fertig. Also ja, so grundlegende Sachen, ne? Ja, also wer das nicht weiß, das ist wie wenn einer nicht weiß, was Vorfahrtsregeln sind. Und wenn du keine Vorfahrtsregeln kennst, fällst du durch eine Prüfung durch, darfst du kein Auto fahren oder kein Motorrad oder ist ja völlig egal was. Ne? Also das ist ja das höchste der Gefühle, die Vorfahrtsregeln. Deswegen gibt es ja auch die meisten Fehlerpunkte in den Theorietests. Ich weiß nicht, schreibt da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Benziner Karma BRB, der hier im ersten Eindruck zumindest deutlich entspannter und vorsichtiger fährt. 50. Ui! Jetzt dreht's ihn ein, ja. Warum das denn? Und da stellt sich ja schon die Frage, wie das hier passieren konnte, weil wirklich schnell war ich ja nicht. Nass. Die Fahrbahn war eigentlich auch ziemlich trocken. Naja, 30 Sekunden vorher. Ein matschiger Parkplatz. Und was ist die Moral von der Geschichte? Hast du Matsch am Reifen, haftet er nicht. Aber krass, hä? Dass es gleich so abgeht? Auf die Musik. Vor allem in der geringen Geschwindigkeit. Und ich kann schon sagen, das ist zutreffend. Scheißegal, das ist zutreffend. Wow! Völlig lebensmüde, die Fahrrad. Ey, Fahrradfahrer, völlig lebensmüde wieder mal. Heftig. Absolut. Ui! Was macht er denn, Alter? Ui, was? Hier fahren wir zusammen mit dem Adrian auf die Ampel zu. Die Ampel ist grün, sie ist grün und... Ja, das kann man ja mal so machen, wenn man nicht an seinem Leben hängt. Aber das geht natürlich noch besser. Diese Ampel ist für den Radfahrer wohl ebenfalls schon rot gewesen. Oh, guck dir mal wie. Und das
Da sitzt noch einer drauf. Noch jemand mit auf dem Fahrrad auf dem Lenker drauf. Also manche Aktionen sind ja echt zum Davonlaufen, aber wenn ihr davonlauft, was denn jetzt? Bitte nicht über die rote Ampel. Also nee. Das ist ja auch noch, wenn du schon über Rot läufst und dann noch hier ganz cool schleichst. Ja, und dann noch die anderen behinderst dabei. Sodass sie noch abbremsen müssen. Zusammen mit Dash-Kombo unterwegs. Er möchte hier gerne auf diese Abfahrt fahren und möchte auch rüberfahren auf die rechte Spur, aber zum Glück schaut er nochmal in den Spiegel. Kommt da einer rechts oder was? Angefeuert. Ui! Und wenn man mich fragt, ist das hier schon ziemlich bekloppt. Das ist an dieser Stelle keine kombinierte Auf- und Abfahrt, sondern eine reine Abfahrt bzw. Autobahntrennung. Er hat das einfach nur genutzt, um rechts zu überholen. Ach so, das war nicht mehr eine kombinierte Auf- und Abfahrt? Oha, aber links war doch aber frei. Naja, da hatte ich halt gedacht, rechts geht schneller. Der fährt. Merkst du was? Nö. Merkst du aber was? Viele Leute merken ja nichts. Oh, hier, ETS Speedrun. Oi, ja moin, Alter. Das war aber die knappe Nummer. Gott sei Dank einfach noch. Ja, ist okay. Und jetzt bei. Und jetzt stellt ihr mal vor, guck mal, siehst du den Betonbücher da hinten? Ja. Und jetzt stellt ihr mal vor, so ein Betonbücher fährt in den Kreisverkehr, voll, will gerade zu mir mein Fundament gießen, ist voll mit 7,5 Kubik Beton, schön flüssig, und dann fährt einer im Kreisverkehr raus und der geht voll in die Eisen. Weißt du, was mit dem Hintermann passiert? Der kriegt erstmal einen richtig schönen Schwapper aus der Trommel. Dann kommt das oben raus, ja. Ja, also wenn die, also ich habe damals, wo ich den ersten Mal Beton bestellt habe, ich bräuchte eigentlich so 8 Kubik, wo man Fundament gegossen hat. Da habe ich gesagt, wir laden nur 7,5. Na komm, ich mache die 8 rein, aber da muss er langsam fahren. Wenn er eine Vollbremsung macht, da hat der Hintermann was davon. Ach ja. Ja, ja, dadurch, dass das ja dann nach unten und dann schwappert das volles Rohr hinten raus. Ja. Das ist schlecht. Gott sei Dank einfach noch. Gott grätzte! Ein langsames Fahrzeug auf der Bundesstraße, das geht ja gar 20. nicht. Da muss man sofort überholen. Ach, das ist ein durchgezogene davor. Linie, durchgezogene Kurve, Linie. Nicht so gut einsehbare Strecke. Und weil einmal nicht reicht, können wir das natürlich auch noch ein zweites Mal. Ja, komm, der fährt ein Q7. Ja, das ist es mit der Ungeduld. Hier in 300 Metern wäre eine gerade einsehbare Strecke ohne Überholverbot gekommen. Aber so viel Geduld haben manche Leute nicht. Hier ist es... Es ist auch schwierig, auf einer Bundesstraße mit 20 in einem Bagger herzufahren. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Ja, da würde ich, glaube ich, auch überholen. Also vielleicht nicht bei einer durchgestrichenen Linie, aber... Natürlich würden wir niemals bei einer durchgezogenen Linie überholen, wenn da ein Bagger mit 20 km/h fährt. Aber dieser Bagger mit 20 km/h auf einer Bundesstraße kann dir schon ganz schön das Leben nehmen. Ja, genau das Gleiche. Völlig uneinsehbare Strecke vor einer Kuppe. Ja, das haucht sich weg. Naja, das ist, und wie wir ist schon gefährlich, ne? Das Flo hier sehen, er hätte hier vielleicht 5 Sekunden warten müssen und hätte super überholen können. Er hat bremsen müssen, das ist, darum ging es, glaube ich. Er hätte bremsen müssen. Wie kommt man eigentlich dann am besten vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn drauf, wenn es mal knapper wird? Jetzt wirklich wieder beim Spurwechsel bremsen, das hilft ganz bestimmt. Nee. Was machen die denn? Kannst du keinem erzählen. Was, ja, ist aber falsch. Wie man am Aufkleber sieht, er fährt dann auch noch Kinder durch die Gegend. Der Einsender hatte die Datei Geisterfahrer genannt. Jetzt an dieser Stelle war das jetzt nicht so heftig gefährlich. Aber da habe ich letztens auch was gefahren. Eieiei. Ich sag dir, wenn ehrlich wie es ist. Erzähl mal. Ich bin in der Stadt in Kreisverkehr gefahren, ne? Bei uns. Ja. Aber genau vor dem Kreisverkehr ist eine Bushaltestelle. Und da stand ein Bus. Ja. Und der stand aber so weit vorne, dass ich, der Kreisverkehr hat ja vorne dran eine Insel, so ein Dreieck. Ja, ja. Und ich kam dann nicht mehr zwischen Bus und Insel durch. Und ich habe gedacht, ey, ich kann doch jetzt hier nicht halten, bis da die 18 Kinder eingestiegen bin und bin links auf die Gegenspur quasi. Und dann kam aber von vorne einer. Na ja, gut. Ganz groß Kino. Aber wie er zum Beispiel, dass man falsch abgebogen ist, ne? Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon mal gehabt. Weil das war so blöd getrennt. Da waren 3 Spuren insgesamt und die waren in der Mitte auch mit einer Insel getrennt und 2 Spuren und eine Spur total. Ach, das war alles ganz komisch. Da bin ich auch in die Gegenfahrbahn reingefahren. Aber total unwissentlich, ne? Aber ey, das passiert. Ja. Na, das kann passieren. Aber ich glaube, auf einen Geisterfahrer zu treffen, ist so ziemlich die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers.
Oh, der kommt nicht auf der Autobahn entgegen, oder? Das, oh, das ist krass. Da kommt er. Das ist krass. Linke Spur. Oh, das ist krass. Aber wie geht das? Erzähl mir mal, wie das geht. Ja. Und wie, guck mal, wie gezielt er in der linken Spur fährt. Ja, wie schnell auch. Ja. Vor allen Dingen, du bist auf der Autobahn, die kommen Autos entgegen. Da musst du spätestens, dann musst du doch merken. Dass die Falschfahrerin eine jüngere Frau gewesen sei. Und dass man sowas ja immer wieder hören würde, er aber nie gedacht hätte, dass einem sowas selbst mal passieren würde. Völlig irre. Er wünsche diese Erfahrung wirklich niemandem und das sei wirklich angsteinflößend. Und das glaube ich ihm gerne. Ey, weißt du, was ist, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, fährst durch eine Kurve? Ja. Weißt du wie? Oder sonst was und dir knallt so eine volles Produkt von rein. Hier sind wir mit Detlef unterwegs und hier rechts Wahnsinn. Haben wir Schulkinder auf dem Fahrrad ohne Licht. Boah. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, da verstehe ich auch die Eltern nicht, dass die sich darum nicht besser kümmern. Nee, das stimmt. Hat er zu 100% recht. Und 5 Minuten später bleiben wir gleich mal beim Detlef. Er hat hier auf jeden Fall eine lustige Ansammlung von Verstößen. Erst der Radfahrer, der hier über den Zebrastreifen fährt, daraufhin muss er vom Gas gehen. Das okay, er hätte schieben müssen über den Zebrastreifen. Jetzt muss der Fußgänger, um hier loszulaufen. Ja. Und der Linienbus nimmt ihm jetzt hier auch noch die Vorfahrt. Also Detlef hat keinen guten Tag. Innerhalb Montag früh. 50 Metern. Zu geil. Und jetzt der LKW fährt raus. Ach ne, er will abbiegen. Okay. Hier stehen wir zusammen mit dem Flo. Was war jetzt das Problem? Was war denn da? Ich hab keine Ahnung. Ach so, der ist auf der Abbiegespur. Ach der. So, ja, okay. Ja, links. Ja, okay. Der hat da überholt. Hier ganz stehen wir zusammen Kino. Mit dem Flo an der roten Ampel, aber rote Ampeln sind für manche scheinbar überbewertet. Manche entscheiden lieber selber, wann grün ist. So wie dieser BMW-Fahrer hier. Achso, der fährt schon mal. Die BMW-Fahrer wieder. Ja, die sind echt die schlimmsten. Die BMW-Fahrer, fällt mir auch immer wieder auf. Aber ich habe ja das Gefühl, die Ampeln zeigen viel öfter grün im BMW. Die müssen irgendwas in der Scheibe haben. Ja, hat auch das Gefühl. Ja. Ui. Jo, lauf rüber, du Ömmel. Und mein Gefühl, dass manche Bremsungen doch mal ein bisschen zu heftig sind. Hier wäre ja zum Beispiel keine Vollbremsung nötig gewesen. Richtig. Ich muss aber auch sagen, das ist mir trotzdem lieber als die Leute, die wirklich so spät wie irgendwie möglich bremsen und am liebsten gar nicht. Naja. Es gibt ja welche, die halten da noch drauf. Hier sind wir zusammen mit Dettern auf einer kurvigen Strecke unterwegs. Uneinsehbare Kurve. Ich würde sagen, perfekte Stelle zum Überholen. Oh nee, oder? Oh nee. In der Nacht. Ach, er überholt, okay. Und dann noch nasse Fahrbahn. Manche Leute haben es halt immer ganz besonders eilig. Der fährt ja 70, ne? Ja. Aber wir haben hier immer noch das gleiche Auto vor uns. In der nächsten Kurve 120? Überholt er jetzt wieder. Junge, da ist eine Kurve! Alter, das ist irre. Dunkel und das ist. Ich weiß nicht, ja. Also, es ist Überholverbot, darüber brauchen wir nicht reden, ne? Aber auch eine Rechtskurve links zu überholen ist auch so gefährlich. Aber er konnte sie ja einsehen. Mittlerweile fahre ich so wenig Auto. Ja, aber guck mal, ich würde niemals, niemals in so einer Kurve. Also, was ist denn, wenn hier einer schon im Dings war und du übersiehst den, ziehst raus? Oh, das ist mir. Ja, das ist eine Kurve! Also sowas macht ja Überholverbot, ne? Jetzt ja. Die ganze Zeit schon. Na. Mittlerweile fahre ich so wenig Auto, dass das, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr ist, dass ich auf die Notfallaufnahme gedrückt hatte. Die Skoda-Fahrerin da vorne fährt dem LKW die ganze Zeit extrem dicht auf. Was ist das selber hier? So dicht, dass sie nicht mal mitbekommt, dass hier eine Kurve kommt. Was? Sie fährt den so dicht auf, dass ich mir wegkomme. Fährt weiter geradeaus. Oh, lol. Ist das krass. Wie kann man denn so dicht den, na gut, CO2-Wert senken, wa? Die will auf 1 Liter fahren. Ja. Und hier wechseln wir zum Dominik, wir kommen gerade aus dem Kreisverkehr raus, wir sind innerorts und beschleunigen jetzt wieder. Aber manche Leute haben eine ganz besondere Mission. Alter, was ist denn mit dem Wald? Lol. Und ob das also bei dieser Sichtweite eine gute Idee wäre, den Radfahrer zu überholen? Schauen wir mal. Klasse, völlig ohne Sicht vor der Kurve bei Gegenverkehr. Besser geht's kaum. Und da unser Einsender jetzt sieht, dass vor der Kurve überholen blöd ist und auch das Seitenabstand wichtig ist, überholt er jetzt selber vor der Kurve. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Wäre hier Gegenverkehr gekommen, wäre wahrscheinlich genau das gleiche passiert. Ja, aber das sehe ich jetzt. Also überholt er jetzt selber vor der Kurve.
ehrlich gesagt, bergauf, ich fährt nicht schnell, der Fahrer. Also, ich würd, also da würde ich jetzt sagen, das kann man jetzt ein bisschen differenziert sehen, oder? Ja, ich würde da auch überholen. Ich wäre auch vorbeigefahren. Wäre wahrscheinlich genau das gleiche passiert. Diese Kurve vom Christian hatten wir bestimmt schon 5, 6, 7 Mal gehabt. Vor der Kurve überholen, Fahrrad ohne war. Sicht, getreu dem Motto, gestern kam ja auch keiner von vorne. Yo. Das ist schon wirklich sportlich. Das macht man nicht. Irgendwann kommt dann doch mal Gegenverkehr. Hätte Christian ihn nicht gebremst, hätte das nicht hingehauen. Da vorne auf der rechten Spur sehen wir ein Fahrschulauto und davor ein Motorradfahrschüler. Und wir sehen ein Auto, was er zwischen den beiden einschert. Das mag zwar erlaubt sein, ich kann euch aber nur den Rat weitergeben, darauf wenn möglich zu verzichten. Schert lieber hinter dem Fahrschulauto ein oder vor dem Motorradfahrschüler, weil das einfach vermeidbarer Stress für die Beteiligten ist. Ja, sowas ist Kacke. Ist das erlaubt? Hier fahren wir mit dem Einzelner Karma BRB durch die Baustelle und da vorne links fährt ein silberner Transporter, das könnte wohl ein Opel Vivaro sein. Und eine Minute später fährt er immer noch auf der linken Spur. Aber plötzlich fällt mal wieder die Abfahrt zur Raststätte vom Himmel. Das kommt ja auch immer so unglaublich unerwartet. 100 Meter Abfahrt, ja, gib ihm. Aber er zieht wenigstens gleich rüber, er blinkt und wartet noch, dass der andere bremst. Ja. Manche ziehen ja rüber und blinken dann. Ja, ja. Und oder gar nicht. Wenn ihr jetzt die Abfahrt nimmt, könnt ihr gerne auch die Abfahrt nehmen zu einer weiteren Dashcam-Folge. Auf der linken Seite so. Habe ich jetzt nämlich noch zwei. Gut, meine Lieben, ihr seht's bei Dashcam Drivers Germany, bei dem Leon, da gibt's noch einiges mehr zu sehen, deswegen ist der Kanal auch unten verlinkt. Dankeschön für das coole Video und lasst gerne das Däumchen da. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss.